Reise beginnt. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Ja, dann schauen wir mal, ob wir es hier kriegen. Yep. Moin. Endlich. Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung. Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Yep. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Yep. So. Patronen. Sie haben gerade ein paar Magazine mit Militärmunition erhalten. Die Qualität und Schusskraft dieser Patronen von der vor der Apokalypse macht sie sehr wertvoll. Militärmunition kann bei Händlern als Währung zum Kauf von Waffen und Gegenständen genutzt werden. Sie können auch gegen andere Munitionstypen getauscht werden. Seltene und wertvolle Militärmunition kann an ihrem einwandfreien und glänzenden Metallgehäuse erkannt werden. Okay, ja, passt. Ah, das war so ein Journal oder sowas. Okay. Wenn Sie sich verlaufen haben oder Ihr Ziel wissen möchten, können Sie drucken für Journal öffnen. Also, hier. Cool, Feuerzeug. Kompass drin, okay. Bin zufrieden. Wir klimpern noch unten. Klimper. So, jetzt sind wir motiviert. Ja. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Habe sie für eine Tonne Munition. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Schau, ein Kind. Hey, Herr Paradaika. Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Herzhaft. Ein Haus? Ein großes? Und da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er wieder nach oben können. Eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß. Na, dann mal los, Mädchen. Niemand zu Hause. Niemand da, okay. Überall Dreck, nur Dreck. Leute sind Dreck, wusstest du das? Lügner, Heuchler. Bist du das, Peter? Na, ja. Na, dann bist du scheiße, okay? Aha. Jo, ihr seid beide scheiße. Ich stimme echt so. Pass auf, mit wem du redest. Läuft herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren. Ich bin's. Und scherz dich nicht drum, wer hinter dir alles sagt. Du bist es, Artyom. Da wird jeder richtig sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Na. Ich muss bald aufwachen. Ernsthaft? So, oh, wir gehen da die. Oh, Pavlix. Pollux. Bollux. Bollux. Pipi. Hi, hi. Grüß euch. Servus. Grüß euch, Burschen. Was geht? Tut mir leid. Hey, du. Komm mal hierher. Nee, lieber nicht. Verboten. Hast du gehört? Ja, mal ja. Ach, schau das. Ja, da steht ja einer. Aha, da muss ich. Na, was, da brauchen wir. Na, da kommen wir nicht auf. Yeah! Wow! In der ganzen Metro finden Sie Händler, bei denen Waffen und andere Gegenstände gekauft werden können. Magazine mit Militärmunition von Kaliber 45, die vor dem GAU produziert wurden, werden als Währung benutzt. Militärmunition ist leicht zu finden. Denn im Vergleich zu den einfachen, weniger wirkungsvollen, schmutzigen Patronen, die von den Bewohnern der Metro hergestellt werden, sehen sie sauber aus und glänzen. Es gibt Wechselstuben, an denen sie Militärmunition gegen schmutzige Munition tauschen können. Warum sind die schmutzige Munition? Oder ist das eigentlich eh wurscht? Ja, Kinder? Hallo, Kinder! Eine gute Waffe ist der. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys.
Mit diesen tauschen wir uns die folgenden Kosten haben. 33 Munition. Nee. Sonst. Definitiv besser als ihr. Medipack. Ah, ah. Nö, danke. Man konnte keine 2 Meter weit sehen. Also eine tolle Aussicht. Alles, was ich brauche. Aha. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufmold. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Militärpatronen, sie wechseln zumindest weiter Munition für ihre Waffen kaufen. Und es wird keins geben, drei, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Nee, nee. Gehen wir. Bewegung, du Suchkopf. Willst du durcheinander geplappert? Das macht dann echt voll fertig. Blablabla. Wow. Jo, ich geh zur Waffenkammer. Gehen wir davon aus, dass die Waffenkammer ist. Hallo, Artyom. Yes. Grüß euch, Burschen. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Das sind die meisten. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Hallo, Artyom. Yes. Logisch. Schauen wir mal. Her damit. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Aha. Okay. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Okay. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Jo. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ruhig, ich bin mir nicht. Ah, wir werden doch gemütlich mit dem Messer herumstiefeln. Danke, war sehr freundlich. Wo ist das hier? Da müssen wir wieder alles zurück. Oder müssen wir da rein? Da bist du. Wir können irgendwann zurück an die Oberfläche. Ja, was ist der? Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen in St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky-Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Ja. Die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Ah, wenn wir schon irgendwie zusammengebracht haben. Ja, noch nicht. Also, wir müssen nicht hier. Yeah, lach, lach, lach. Yes. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Ne, werden wir schon zusammenbringen, ne?
sind ja hart im Nehmen. Wie ist eure Situation, Männer? Yay, Schweindeln. Yes. Oh, man lebt und leidet, ne? Weiß ich schon, okay. Nö, ich bin jetzt so der Ferkelfreund, danke. Was euch? Ich halte sie ja schon. Du schließt dich der Karawane an. Logisch. Mach mal. Hab ich. Wie wäre es, wenn du uns ein wenig hilfst? Logisch, mache. Sag mal was. Schon gut, war nur ein Scherz. Ich weiß, dass das nicht dein Job ist. Hui, hui. Ja. Servus. Sei gegrüßt. Du bist yes. Also bereit aufzubrechen? Ja, richtig. Bereit. Bist du bereit? Logisch. Hau rein. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist... Du setzt dich da hin, Atjom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Jo. Ja, genau. Da. Könnt ihr mich mitnehmen? Ne. Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Echt so billig? Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Mhm. Oder gefährlich werden. Ja. Noch besser, oder? Bam, bam, bam. Schwarz. Verfolgung. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Ach, Mann, wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, da hast du schon ein paar Orte gesehen. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Langsamer Jungs. Schaut doch relativ safe aus. Was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Das hört sich irgendwie nicht gut an, wenn du mich fragst. Das hört sich noch Hinterhalt an. Noch böse Dinge warten auf uns. Gute Fahrt. Und so gut abgeschossen, macht mir überhaupt keine Sorgen. Wir werden also ankommen. Verdammt, tut mein Kopf weh. Ratte. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Atjom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer?
Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh, mein Kopf! Artyom, was ist das? Hallo?